Wie schaffe ich das, so ganz schnell reinzukommen, mit einem Kick, ohne Drogen? Da wir nur kurz begrenzte Zeit hier haben, verrate ich es euch. Ja? Die einen anderen sitzen bestimmt hier und sagen, ja, habe ich gewusst. Ja? Aber die Frage ist, kennst du es oder machst du es? Das ist die ganz einfache Frage. Hier ist keine Wissensbildung, was ich hier mache. Hier ist kein Input. Hier möchte ich Output mit euch. Ihr seid aufgestanden, ihr probiert es aus. Ihr schreibt Dinge auf. Denkt daran, wenn du was aufschreibst, kannst du es nicht mehr vergessen. Wenn du es vergessen hast, kannst du es nicht mehr aufschreiben. Dumm gelaufen, ja? So ist es im Leben. Ja? Darum würde ich auch sagen, führt auch so ein Buch, wo ihr sagt, da schreibe ich meine Powersätze rein, da schreibe ich meine Philosophie rein. Egal, Notizbücher, das ist der Markt im Moment. Man glaubt es gar nicht. Ich liebe Technik, Apple, alles. Aber ich schreibe trotzdem ein Notizbuch, wenn es mir wichtig ist. Macht das auch. Ja? Nutzt das für euch. Ja? Also, wie komme ich da rein? Das ist der Punkt. Ja? Wie mache ich das? Und deswegen ganz einfach, wieder eine tolle Studie, die sagt, ein Mensch kann sich in eine negative Körperhaltung nicht positiv fühlen, beziehungsweise keinen positiven Gedanken formen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ja. Ja, macht das Sinn, okay. Ein Mensch kann aber auch einen positiven Körperhaltung, also hier, hey, super, ich lebe, keinen negativen Gedanken formen. Macht das Sinn? Ja, oder? Ihr guckt mich an und denkt, ja, natürlich, ich schaue euch an. Jemand schaut euch an und guckt, ihr denkt immer, wow, dieser Mensch ist begeistert, überzeugt von sich. Oder ihr schaut jemand an und denkt, wow, irgendwas stimmt nicht. Was machen die meisten Menschen, wenn jemand einen grimmig anschaut? Schau dich jetzt mal, geht gar nicht bei dir, aber bei dir geht's. Bei Mädchen, aber hier. Schau dich grimmig an, was denkst du sofort? Was für ein Arsch denkt er? Nein! Sowas darfst du nicht denken. Was denkst du sofort? Der hat was gegen mich, was habe ich ihm angetan, oder? Ist das? Also, fassen wir zusammen. Erstens, ohne Bewegung keine Verpflegung. Die Mutter aller Weisheiten ist die Wiederholung. Wenn ihr überlegt, hey, warum wiederholt er sich immer? Weil ich denke, damit lernt man die Dinge schneller. Kann das sein? Ja, oder? Zweitens, ja, die Idee ist es, auch zu sagen, okay, achtet auf eure Körperhaltung und bringt sie im Schwung. Egal, was ihr tut, egal, was ihr vorhabt, wenn es wichtig für euch ist, dann macht es in einer richtigen Körperhaltung. Ja? Da brauchen wir keinen Sport machen erstmal. Und wenn ihr Sport braucht, ja, dann kickt euch rein. Ihr habt eine super Übung vorhin gehört. Ja? Nehmt ihr rein, um einfach hochzukommen. Ja? Das sind natürlich die Dinge, wo ihr sagt, die bringen unseren Körper in Wallung. Ja?